Meine Damen und Herren, ich stehe heute vor Ihnen, um die diesjährigen Preisträger der Fairler Ehrennadel zu würdigen und zu ehren, die ihre Zeit, Energie und Herzblut in den Dienst anderer stellen. Ihr Beitrag ist unersetzlich und Ihre Hingabe verdient unsere höchste Anerkennung. Bei den ersten Preisträgern handelt es sich um das Ehepaar Ingrid und Hans-Wilhelm Huckemann. Ihr beide engagiert euch seit Bestehen des Bürgervereins Bornholte-Bahnhof ehrenamtlich und gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement hat das Ehepaar Huckemann wertvolle Arbeit geleistet und den Bürgerverein Bornholte-Bahnhof entscheidend mitgeprägt. Die Ehrennadel der Stadt Verl geht an das Ehepaar Ingrid und Hans-Wilhelm Huckemann. Herzlichen Glückwunsch! Bei den nächsten beiden zu ehrenden Personen dreht sich alles um das Thema MINT-Technikum. Da geht es um die Schwerpunkte Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurswissenschaften sowie Technik und dies jungen Menschen an praktischen Beispielen näher zu bringen und auch das Interesse zu wecken. Das MINT-Technikum ist mit zwei Personen sehr eng verbunden. Die Rede ist von Josef Affenwedde und Paul Ilsen. Sie beide sind die Initiatoren für die Gründung des MINT-Technikums Kreiswerk in Verl e.V. Die Ehrennadel der Stadt Verl geht im Jahr 2023 an Josef Affenwedde und Paul Ilsen. Herzlichen Glückwunsch! Bei den dritten zu Ehrenden dreht sich alles um überregionale Hilfe für das Land Uganda. Die Rede ist von Simone und Thomas Pankoke. Thomas ist Initiator und Gründer des Vereins Uganda-Hilfe im Jahr 2000 und engagiert sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Simone für den Verein. Die Organisation des Uganda-Laufes seit 2004 gehört ebenfalls zum ehrenamtlichen Engagement von Thomas Pankoke. Simone Pankoke engagiert sich wie ihr Ehemann seit vielen Jahren für den Verein Uganda-Hilfe und damit für ihre Mitmenschen in Ostafrika. Das Ehepaar Simone und Thomas Pankoke hat sich um das Wohl seiner Mitmenschen verdient gemacht und erhält somit die Ehrennadel der Stadt Verl. Herzlichen Glückwunsch an euch! Und hier geht es ja jetzt um den Heimatpreis im Bereich des Wir-Gefühls schaffen, des Zusammenhalts schaffen. Und das im Bereich Sport. Die Person, die geehrt wird, ist seit vielen Jahren in etlichen Positionen dieses Vereins tätig. FC Kaunitz ist sein Verein und dafür brennt er. Wir würdigen mit dem Heimatpreis einen Menschenfänger im positiven Sinne. Wiegbert Erich Landwehr. Es geht um das Projekt Halle für alle. Egal, wie das Wetter auch ist, in den dunklen Jahreszeiten kann man sonntags morgens mit Familie in eine Turnhalle in Verl gehen, in den Grundschulturnhallen, immer an anderen Orten und mit Spiel, Spaß den Sonntagmorgen begehen. Und ich glaube, an dieser Stelle ein ganz großer Applaus an alle TV-Verler, die sich engagieren und ganz besonders an Maja Kraft. Dieses Sportangebot können gesunde, aber auch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche nutzen, die Freude an Bewegung haben. Es handelt sich um die Bunte Bande. Und die Bunte Bande gibt es nur deswegen, weil es eine Frau gibt, die sich sehr, sehr stark schon seit langem daran engagiert und damit weiter an der Verbesserung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Verl für Menschen mit Behinderung gearbeitet werden kann und sie ihr Engagement intensivst fortsetzen kann und darf, ehrt ihr auch der erste Preis des Heimatpreises. Und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Maria Dittermann, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Wir vergeben jetzt noch den Sonderpreis. Annette Kröning lebt und arbeitet als Grundschullehrerin in Verl. Fast ebenso wichtig wie ihre berufliche Tätigkeit ist ihr zeitaufwendiges Hobby, nämlich die intensive Beschäftigung mit heimatkundlichen Themen. Die gesamte heimatkundliche Arbeit, Frau Krönings, findet sich auf einer Webseite wieder, die sie selbst
erstellt hat. Heimatkunde in Verl und anderswo. Applaus